Jetzt. Ja, ein drittes Mal. Einen schönen guten Morgen. Und dann legen wir los. Also, bevor wir inhaltlich loslegen möchten, nochmal eine Ankündigung. Werde ich auch noch ein Plakat und sowas dazu machen. Vortrag am 7. November, 8:15 Uhr. Und zwar wird es darum gehen, ja, um Herausforderungen in diesen besonderen Zeiten, was gerade Kapitalanlagen und ganz grundsätzlich unsere konjunkturelle Entwicklung vor den ganzen Eingriffen innerhalb der Energiekrise und was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, gehen. Und zwar wird das der, wie man dann neudeutsch sagt, Chief Investment Officer eines der ganz großen Family Offices in Deutschland machen. Also innerhalb der jetzt absehbar sich deutlich eintrübenden konjunkturellen Entwicklung, zusätzlich mit den ganzen Eingriffen, mit denen wir zu rechnen haben, seitens staatlicher Seite, wie können wir uns dort krisensicher für die Zukunft aufstellen, vielleicht auch als Hintergrund. Diese großen, milliardenschweren Family Offices, also die reichen Familien in unserem Land, denen geht es gar nicht so sehr darum, irgendwo richtig große Renditen zu erwirtschaften, sondern da geht es eben um jetzt etwas, was uns alle einzeln interessieren wird, wahrscheinlich, dass wir irgendwie unser Vermögen dann doch durch diese Krise nachher bringen und nicht nachher ein Großteil weg ist dabei. So, wir haben derzeit eine etwas Verschiebung hier in der Vorlesung hin zum Digitalen bezüglich dieses Vortrags. Ich werde versuchen, das auch technisch umzusetzen, dass wir das online machen können. Ich möchte Sie aber doch eingehend dazu bitten, wenn die Leute hier dann auch herkommen, dass ein paar Leute mehr hier nachher im Hörsaal haben, werde dann, wie gesagt, noch detailreichere Ankündigungen dazu insgesamt machen. Wahrscheinlich werden wir in diesem Semester dann wahrscheinlich aber auf Terminen liegend, die in meiner Makroveranstaltung sind, damit wir nicht jetzt hier komplett die Vorlesungszeit einschränken, noch weitere Vorträge auch zu diesen grundsätzlichen Thema Herausforderungen in dieser krisenhaften Zeit, die auf uns zukommt, haben. Okay, das mal kurz dazu. Machen Sie sich da schon mal einen Knoten ins Taschentuch. Genauere Informationen kommen dann demnächst. Ja, und dieses Thema grundsätzlich, wie kommen wir durch die Krise? Wie, ja, komme ich als Einzelperson oder als Gruppe durch die Krise? Das passt letztlich auch zu dem, was wir jetzt angefangen haben, nämlich dem Grundproblem unserer Ökonomie. Also wie stelle ich meine knappen Ressourcen zusammen, möglichst effizient? Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben auch gefragt, naja, aus dem Konzept, was wir aus den Grundveranstaltungen kennen, der rationalen Nutzenmaximierung unter beschränkten Budgetbedingungen. Und wenn wir eben jetzt nicht nur alleine sind, sondern eben zwei Leute, wieso gehen wir dann eigentlich grundsätzlich her und organisieren uns in Marktstrukturen? Und da haben wir angefangen mit dem Konzept der sogenannten Tauschkurve, wo wir uns gesagt haben, okay, wir haben endliche Ressourcen in unserem Land. Das wären diese Längen dieses Boxdiagramms, was wir hier haben. Also so viel X und so viel Y haben wir in unserer Zwei-Güter-, Zwei-Personen-Ökonomie zur Verfügung. Naja, und diese Ressourcenbeschränkung in den beiden Gütern, die wird zwischen unseren beiden Konsumenten aufgeteilt.
Und hier wollen wir jetzt eben dieses Konzept des rationalen Nutzenmaximierers mit reinnehmen, dass wir uns dann eben sagen, wenn ich eine gewisse Allokation habe, dann generiert die mir ein gewisses Nutzenniveau. Ein Nutzenniveau, das haben wir gelernt, wird repräsentiert durch eine Indifferenzkurve. An diese Präferenzen repräsentiert durch die Indifferenzkurve machen wir die üblichen Annahmen, nämlich mehr ist immer besser, Mischungen finden wir besser als Extreme. Und wenn wir schon einen hohen Nutzen haben, dann bringt die nächste Einheit, die ich konsumieren kann, nicht mehr ganz so viel. Dann können wir diese Indifferenzkurven als diese links gekrümmten Kurven im XY-Diagramm darstellen. Und ein gegebenes Nutzenniveau teilt mir dann alle anderen möglichen Konsummöglichkeiten in zwei Bereiche ein, dass ich mir nämlich sage, alles, was oberhalb meines gegebenen Nutzenniveaus liegt, das finde ich nachher besser. Das heißt, jeden Konsumpunkt, der irgendwo hier oben liegen würde, der würde die Konsumentin A tatsächlich besser finden. Naja, und jetzt sind wir im Gegensatz zur Mikroökonomie in einer Zwei-Personen-Ökonomie. Das heißt, alles das, was ich verfrühstücke, kann die andere Person nicht mehr verfrühstücken. Und grafisch gehen wir dann dazu her, dass wir diesen gängigen Nullpunkt für eine Person dann eben umdrehen, nämlich hier oben hin. Sprich, wenn A alles X und alles Y konsumiert, dann kann B nichts mehr konsumieren. Also ist das der Nullpunkt für Konsumentin B. Und alles, was Konsumentin B dann zusätzlich von X und Y konsumieren kann, geht dann eben für X nach links und für Y nach unten. Das heißt, wir müssen in dem Sinne, wenn wir aus der Perspektive von B schauen möchten, unser ganzes Koordinatensystem einmal herumdrehen. Das heißt, wir gucken in dem Sinne von hier oben nach da unten. Und das heißt dann eben, wenn wir uns ein Nutzenniveau vorgeben, dann ist diese Indifferenzkurve für B genau umgekehrt gekrümmt, nämlich in dieser Richtung. Und auch dieses vorgegebene Nutzenniveau teilt dann den möglichen Konsumraum in zwei Bereiche ein, nämlich alles, was jetzt unterhalb liegt. Das finde ich besser. Und da können wir uns dann sagen, gegeben diese beiden Nutzenniveaus, können sich beide durch Tausch besser stellen, indem sie irgendeinen Punkt aus diesem Schnittbereich nachher auswählen würden. Und das wollen wir uns jetzt heute im weiteren Verlauf etwas genauer anschauen. Hier habe ich Ihnen das Ganze noch mal ein bisschen sauberer aufgezeichnet, und zwar unter dem Kriterium der Pareto-Effizienz. Das werden Sie sicherlich in anderen Veranstaltungen schon einmal irgendwo am Rande mitbekommen haben. Naja, wir haben hier irgendwo knappe Ressourcen aufzuteilen. Und dann können wir uns fragen, wann haben die Leute überhaupt einen Anreiz zu tauschen? Naja, sie haben einen Anreiz dann zu tauschen, wenn sie sich beide durch Tausch gleichzeitig besser stellen. Naja, und da winkt schon so ein bisschen der Markt hinzu. Denken Sie sich, Sie gehen irgendwo in den Laden und kaufen eine Jeans. Dann ist es ja nichts anderes, dass Sie Ihr Geld gegen diese Jeans eintauschen. Naja, und warum machen Sie das? Weil Sie sich selbst sagen, weiß ich nicht, 70, 80 Euro oder sowas, was diese Jeans kostet. Dieser Eintausch ihrer begrenzten Geldmittel gegen eine Hose, weil sie von ihren Präferenzen sich gerade sagen, die brauche ich, meine andere ist kaputt oder so etwas, dadurch stelle ich mich besser. Na, und der Verkäufer dieser Jeans,
Der hat ja im Hintergrund Kosten gehabt und alles Mögliche. Der sagt sich aber, naja, wenn ich diese Jeans für 70 Euro abgebe, dann verdiene ich etwas und dieser Verdienst ist hoch genug, sodass ich mich persönlich in meinem Unternehmen für mich selber nachher auch besser stelle. Das heißt, dieser Tausch kommt dann zustande, wenn beide Seiten, Anbieter und Nachfrager, sich besser stellen. Und genau das Gleiche machen wir hier bei dieser grundsätzlichen Überlegung. Solange es möglich ist, ausgehend von einer gegebenen Allokation sich noch besser zu stellen, solange ist eine sogenannte Pareto-Verbesserung oder neudeutsch gesprochen Win-Win-Situation möglich. Naja, und solche Tauschprozesse, die laufen so lange ab, bis es nicht mehr möglich ist, sich besser zu stellen. Bis wir in einem Punkt angelangt sind, wo eine Person sagt, wenn ich jetzt noch irgendwo was abgeben muss, dann fühle ich mich schlechter als vorher. Und das nennt man dann eine Pareto-effiziente Allokation. Wenn es also nicht mehr möglich ist, durch Umverteilung, durch Tausch, Konsumenten besser zu stellen, wenn irgendjemand was dazu bekommt, dann ist diese Person immer besser gestellt. Denn wir haben ja die Annahme gemacht, mehr ist immer besser. Wir haben aber endliche Ressourcen. Wenn ich dem einen mehr gebe, muss ich dem anderen irgendwo was wegnehmen. Und wenn ich dem anderen etwas wegnehme und der danach sagt, okay, ich fühle mich jetzt schlechter, dann wird er dazu nicht mehr bereit sein. Und wenn die Allokation schon von vornherein so ist, dass wenn ich dem einen etwas wegnehme und dem anderen etwas dazugebe und im Anschluss mindestens eine Person sagt, dass sie sich schlechter gestellt hat, dann bin ich in einer sogenannten Pareto-effizienten Allokation. Also wenn es durch Tausch, nehmen Sie wieder das Jeans-Beispiel, da ist es noch möglich, dass beide sich besser stellen, nicht mehr möglich ist, irgendjemanden besser zu stellen, ohne dass gleichzeitig jemand anders aufzeigt und sagt, nee, das finde ich nicht mehr so gut. Wichtig ist auch, Pareto, das werden wir gleich machen, hat nichts mit gleich oder sowas zu tun. Wissen Sie, wo der Begriff Pareto-Effizienz herkommt? Also diese vorgestellte Pareto? Jemand im Internet eine Idee? Hat Ihnen das niemand, aber den Begriff Pareto-Effizienz haben Sie schon mal gehört. Da sagt niemand dazu, wo dieser komische Name Pareto herkommt. Da wundert man sich mitunter. Das ist Pareto. Pareto, in Statistik haben sie auch keine Pareto-Verteilungen oder sowas gemacht. Hat auch nichts mit gleich zu tun. Hat sich nämlich auch dieser Herr Wilfredo Pareto ausgedacht. Das ist ein italienischer Ökonom des 19. 20. Jahrhundert. Also der hat mal dieses Konzept, was wir natürlich auch bei Adam Smith, den ersten Nationalökonomen, Philosophen des 17., 18., 19. Jahrhunderts auch überall schon finden, aber der hat das in dem Sinne mal richtig definiert und in klare Worte gefasst und hat diesen Effizienzbegriff eben formuliert. Eine Allokation ist dann effizient, wenn durch Umverteilung niemand mehr besser gestellt werden kann, ohne dass jemand anders gleichzeitig schlechter gestellt wird. Und weil er das eben so präzise formuliert hat, hat man dann irgendwann dem Namen dieses Effizienzbegriffs seinen Namen mit dazu gegeben, nämlich Pareto-Effizient. Ja, ein bisschen habe ich schon gesagt, was das mit dem Markt zu tun hat. Und da wollen wir uns jetzt an der Stelle mal
herantasten. Hier nochmal das Ganze in dem Sinne als formale Definition, wenn wir nicht nur zwei Leute nehmen, sondern wenn wir ganz viele Leute nehmen würden. Das Ganze kann man natürlich dann auch auf viele Leute mit übertragen und hier das Ganze nochmal formal definiert. Das heißt, das Ganze hier wäre unsere Ressourcenbeschränkung. Alle Einzelkonsummengen unserer einzelnen Güter zusammengenommen können wieder die komplette Ressourcenbeschränkung in unserem Land nicht übersteigen. Naja, und was machen wir unterstellt bei uns? Unterstellt bei uns gehen wir her und sagen uns, wir haben jetzt, gehen wir wieder zurück zu unseren zwei Konsumenten. Wir haben zwei Nutzenfunktionen. Erinnern Sie sich daran? Wir haben unsere beiden einzelnen Konsumenten A und B. Und die werden jetzt, wie in der Mikroökonomie, jeweils versuchen, ihren Nutzen zu optimieren. Aber sie werden das eben gleichzeitig machen. Und wir überlegen uns jetzt, wie kommen wir oder wann können wir denn jetzt eine Pareto-effiziente Allokation unter diesem Konzept der Nutzenmaximierung formulieren. Und weil das alle gleichzeitig machen, gehen wir jetzt her und denken uns abstrakt im Kopf. Ich weiß, dass es noch eine andere Person in der Ökonomie gibt, die auch konsumieren möchte, bei der auch gilt, mehr ist immer besser. Also stelle ich mir mal im Kopf vor, dass in dem Sinne diese andere Person mich in meinem Handeln einschränkt, und zwar dahingehend, dass ich mir sage, naja, ich nehme mal irgendein Nutzenniveau meiner anderen Person an. Das wäre dieses U quer, das heißt, der A nimmt an, dass B einen Nutzen von 13 oder so etwas hätte. Dann wissen wir, es gibt viele unterschiedliche Kombinationen von den Gütern X und Y, die dieses vorgegebene Nutzenniveau darstellen können. Und gegeben diese möglichen Kombinationen von X und Y des Konsumenten B, variiere ich jetzt meine eigenen verbliebenen Konsummöglichkeiten so lange, bis ich gegeben diese Beschränkung mein eigenes Nutzenniveau erreicht habe. Erinnern Sie sich daran in der Mikro? Da hatten Sie gemacht, maximiere U unter der Nebenbedingung M gleich Px mal X plus Py mal Y. Da haben Sie gesagt, ich habe 1000 Euro zur Verfügung. Jetzt habe ich in dem Sinne formal das gleiche Problem, nur dass das ein bisschen anders aussieht, diese Beschränkung, nämlich die Nebenbedingung ist, dass ich mir sage, das Nutzenniveau der anderen Person ist vorgegeben. Und in welcher Bedingung ich dann lande, das wollen wir uns gleich angucken. Hier oben ist sie schon mal angegeben. Ne, hier ist sie angegeben. Das nehme ich nachher die beiden Grenzraten der Substitution beider Konsumenten gleichzeitig gleich groß sein müssen. Erinnern Sie sich an die Mikroökonomie. Dort hatten Sie die Optimalitätsbedingung, Ihre Grenzrate der Substitution, Steigung der Indifferenzkurve, muss gleich dem Preisverhältnis, also der Steigung Ihrer Nebenbedingung sein, nämlich der Steigung der Budgetgeraden. Ja, das können wir eigentlich nochmal
zusammen entwickeln. Eine leere Folie rein. Also wir haben nochmal unser Bild mit A, E, Y, X und hier geht es eben für den B runter, Y und nach links, X. Machen wir hier oben aus der Mikro, damit Sie den Wiedererkennungswert haben. Y und X. Dort haben Sie gesagt, ich habe eine Budgetbeschränkung. Oh, das. Ich glaube, ich muss mir mal einen Wecker stellen, dass ich da immer rüberlaufe. Oder Sie zeigen mal kurz zwischendurch so alle 10 Minuten auf, dass ich da einmal rüberlaufe. Ja, jetzt sehen Sie auch wieder was. Also das ist nochmal diese Edgeverse-Box. Und hier oben mal, damit Sie sehen, es ist jetzt nichts irgendwie Neues, was wir machen, sondern in der Mikroökonomie, da sind Sie hergegangen. Nochmal Max U unter der Nebenbedingung M gleich PXX plus PYY. Diese Nebenbedingung haben Sie gesagt, das ist Ihre Budgetgerade. Das heißt, alles, was hier liegt, das können Sie prinzipiell konsumieren. Dann sind Sie hergegangen und haben mal irgendeine Indifferenzkurve, I1 meinetwegen reingeschrieben, haben sich gesagt, naja, mal gucken, diesen Konsumpunkt hier, da weiß ich, den kann ich mir leisten, weil der unterhalb der Budgetgerade liegt. Okay, das ist jetzt meinetwegen ein Nutzenniveau von 7. Jetzt bin ich rationaler Nutzenmaximierer und sage mir dann aber, naja, ich kann ja auch diese Punkte hier auch noch konsumieren. Und dann sind Sie hergegangen, grafisch, und haben gesagt, naja, wenn ich da rechts oberhalb meiner Indifferenzkurve noch etwas konsumieren möchte und ich will meinen Nutzen maximieren und ich weiß, dass da ein höherer Nutzen vorhanden ist für mich, dann mache ich das doch auch. Das heißt, dann sind Sie hergegangen und haben diese Indifferenzkurve so weit wie möglich nach rechts oben geschoben. Und was ist dann passiert? Naja, dann haben Sie gesagt, okay, hier gibt es den Optimalpunkt. Naja, und in diesem Optimalpunkt, also die weitest außenliegende Indifferenzkurve, bei der muss dann eben mathematisch gelten, dass die Steigung dieser Indifferenzkurve gleich der Steigung dieser Budgetgeraden ist. Und die Steigung der Indifferenzkurve, das war Ihre Grenzrate der Substitution, also in dem Sinne Ihr individuelles Austauschverhältnis beider Güter. Steigung der Indifferenzkurve, Grenzrate der Substitution, bedeutet, gegeben ein festes Nutzenniveau, auf wie viel von Y bin ich bereit zu verzichten für eine zusätzliche Einheit von X. Auf der anderen Seite habe ich es Ihnen auch nochmal als Wiederholung hingeschrieben. Naja, die Steigung der Budgetgeraden, das Preisverhältnis gibt Ihnen an, wenn ich beim Einkauf auf eine Einheit von Y verzichte, dann gibt mir das Preisverhältnis, das Austauschverhältnis im Supermarkt an zwischen einem Liter Milch und einem Laib Brot. Dann weiß ich, wenn ich auf 1,10 Euro für einen Liter Milch verzichte, kann ich mir ein halbes Brot, was 2,20 Euro kostet, mit dazu kaufen. Das heißt, in dem Sinne, das Preisverhältnis gibt Ihnen das Marktaustauschverhältnis an und die Steigung der Indifferenzkurve gibt Ihnen Ihr persönliches Austauschverhältnis an. Das heißt hier, Grenzrate der Substitution gleich Preisverhältnis.
Naja, und was wir jetzt hier machen, ist in der Zweigüterökonomie, wir halten den Nutzen des anderen fest. Wir sagen jetzt hier, UB ist fest. Gleich konstant. Was bedeutet das aber? Wir müssen jetzt hier die Perspektive vom B oben einnehmen. Wir geben dem irgendein Nutzenniveau vor. Wenn wir dem ein Nutzenniveau vorgeben, bedeutet das grafisch, er hat eine bestimmte Indifferenzkurve. Und die sieht meinetwegen so aus. Das wäre also IB für dieser Nutzen ist gleich fest. Naja, und wenn wir sagen, das ist jetzt meine Beschränkung, das heißt, das hier ist die Beschränkung für den A. Dann heißt das für den A, hier oben kann er nicht mehr konsumieren. Denn dann würde sich der B schlechter fühlen als dieses Nutzenniveau U quer. Das heißt, ich kann mir irgendeinen Punkt hier unterhalb aussuchen. Naja, und jetzt nehmen wir, genauso wie ich hier oben dieses I1 hingeschrieben habe, mal irgendeine Konsummöglichkeit, nehmen wir die hier raus. Durch diese Konsummöglichkeit geht eine bestimmte Indifferenzkurve von mir als A. Und die sieht meinetwegen zum Beispiel so aus. Das wäre also IA, nennen wir das IA1. Jetzt sage ich mir aber eben, na, ich kann ja auch noch diese Punkte hier konsumieren. Bei irgendeinem Punkt von denen hier weiß ich aber, dass sich der B auch noch besser fühlt als das hier. Also mache ich jetzt das Gleiche, nur dass ich jetzt nicht diese gerade als Beschränkung habe, sondern ich habe jetzt grafisch einfach nur eine krumme Beschränkung. Und gegeben diese krumme Beschränkung schiebe ich jetzt diese Indifferenzkurve so weit wie möglich nach außen. Naja, und dann wird sich eben ein Punkt ergeben, wo ich beispielsweise hier lande, I, A, Stern nennen wir das dann, wo ich den Nutzen von B nicht verschlechtert habe. Der ist immer noch U quer in dem hier. Das heißt, hier ist UB ist immer noch U quer. Und das hier ist die Indifferenzkurve von A. Oder das ist die maximale Indifferenzkurve von A gegeben. UB ist immer noch dieser vorgegebene Nutzenwert quer. Naja, und was gilt in diesem Punkt? In diesem Punkt gilt jetzt eben auch wieder das Gleiche wie bei Ihnen in Mikroökonomie, nämlich die Steigungen beider Kurven müssen gleich groß sein. Das sind ja gerade diese Tangentialpunkte. Die Steigung hier in der Mikroökonomie bei einer Geraden war halt einfach das Preisverhältnis. Die Steigung der Indifferenzkurve, wissen wir aber, ist die Grenzrate der Substitution. Das heißt, in diesem Punkt muss gelten, Grenzrate der Substitution von A ist gleich Grenzrate der Substitution von B. Ja, und wenn ich in diesem Punkt bin, dann weiß ich, sobald ich da irgendwo rechts oder links rausrutsche, lande ich entweder bei A oder bei B in der schlechter Menge. Das heißt, dieser Punkt hier, der ist Pareto-effizient.
Naja, jetzt gibt es aber eben nicht nur einen Pareto-effizienten Aufteilung, denn ich kann mir natürlich auch vorstellen, ich gebe mir nicht dieses U-Quer vor, sondern ich gebe mir zum Beispiel ein U-Doppelquer vor, was größer ist als das U-Quer. Nehmen wir mal rot. Dann würde ich solch eine Beschränkung für A mir von vornherein vorstellen. Das wäre also IB, U, B gleich U Doppelquer. Dann komme ich nicht ganz so weit nach außen. Dann würde ich meinetwegen hier an der Stelle landen. Mit einem Pareto-effizienten Punkt. Jetzt ist eben der Nutzen von UB nicht mehr 13 vorgegeben, sondern meinetwegen 14. Das heißt, auch hier würde gelten GRSA gleich GRSB. Auch das ist ein Pareto-effizienter Punkt. Wir schauen jetzt schon durch, worauf ich dann immer hinweise. Pareto hört sich zwar irgendwie gleich an, ist aber der Name eines Italieners. Der hieß halt gleich, rein zufällig. Es gibt aber ganz viele Pareto-effiziente Punkte, nämlich überall da, wo gilt, Grenzrate der Substitution von beiden ist gerade gleich groß. Naja, und dann gucken wir uns mal diesen Punkt an und diesen Punkt. Entweder hat der B alles oder der A hat alles. Was können Sie mir dazu zur Pareto-Effizienz sagen? Sind also zwei extrem ungerechte Punkte. Der eine hat alles und die andere hat nichts. Können Sie eine Aussage dazu machen, ob diese beiden Allokationen Pareto-effizient sind? Auch ins Internet die Frage. Pareto-effizient ist eine Allokation, bei der es durch Umverteilung nicht mehr möglich ist, eine Person besser zu stellen, ohne dass gleichzeitig eine andere Person aufschreit und sagt, nee, finde ich nicht so gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben alles und ich habe nichts. Und ich sage zu Ihnen jetzt, geben Sie mir doch was ab. Das ist doch gerecht. Sie haben ja alles. Sie sind aber rationale Nutzenmaximiererin. Finden Sie das dann gut, dass ich was kriege? Na? Denn wir haben unterstellt, mehr ist immer besser. Sobald Sie auch nur eine Scheibe Brot abgeben müssen, obwohl Sie 12 Brote haben, fühlen Sie sich trotzdem schlechter. Das ist unsere Annahme. Das ist eben eine sehr harte Annahme. In der Praxis haben wir vielleicht irgendwelche altruistischen Einträge in unserer Nutzenfunktion und sagen, naja, diese eine Scheibe Brot kann ich dann doch abgeben. Aber wir unterstellen, und das ist wichtig in diesen Modellen, eben in der Annahme, mehr ist immer besser. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich was abgeben muss, finde ich das schlechter. Und das heißt eben auch, dass diese beiden Punkte hier, die eine Person hat alles und die andere hat nichts, ist auch Pareto-effizient. Das heißt, wenn das gilt, dann gilt auch, die eine Person hat alles, ist Pareto effizient. Ja, und das sollte man sich immer im Hinterkopf mit haben. Das hat also offensichtlich, solche eine Effizienzbedingung hat offensichtlich nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Denn auch die eine Person hat alles und die andere hat nichts, erfüllt diese Bedingung. Naja, und dieses Spiel, das können wir jetzt in dem Sinne mit allen vorgegebenen Nutzenniveaus durchspielen. Wir haben uns eben klar gemacht, okay, diese beiden Eckpunkte, die sind offensichtlich auch Pareto-effizient.
Und dann müssen wir zwischen diesen beiden Extremen eben alle anderen Allokationen finden, bei denen gerade GRSA gleich GRSD gilt. Ja, dann wieder zu schwarz übergehen. All diese Punkte, die nennt man die Kontraktkurve. Das heißt, alle diese Punkte sind mögliche Punkte, wo ich diese Bedingung der Pareto-Effizienz erfülle. Naja, und unter gegebenen rationalen Nutzenmaximierung aller Individuen gleichzeitig ist es sicherlich sinnvoll, sich diese Allokationen anzugucken, denn bei allen anderen Allokationen gibt es immer noch eine Win-Win-Situation. Das heißt, ich kann in eine andere gehen und dann frage ich im Anschluss beide, also wenn ich zum Beispiel diesen Punkt hier nehme, da wäre es möglich, dass die beiden sich noch durch Tausch besser stellen würden. Naja, und jetzt können wir eben hergehen und uns fragen, achso, das wäre dann das Bild hier. Das hatte ich sogar schon mal kopiert. Also, dieses Bild, das habe ich Ihnen hier schon gezeichnet. Das heißt, das können wir rausnehmen. Und jetzt können wir uns fragen, was hat das Ganze jetzt mit dem Marktprozess zu tun? Ein bisschen habe ich es schon angedeutet. Und wir können uns jetzt eben sagen, naja, es wird dann wieder Austauschverhältnisse zwischen diesen beiden Gütern, X und Y, geben. Solch ein Austauschverhältnis ist durch die Preise PX und PY aus ihrer Mikroökonomie vorgegeben. Ich habe aber endliche Ressourcen. Das heißt, jetzt sage ich mir, ich habe eine spezielle Anfangsausstattung von X und Y. Das heißt, ich fange meinetwegen in diesem Punkt an, habe ein Preisverhältnis, Austauschverhältnis dieser beiden Güter, repräsentiert durch die Preise dieser beiden Güter. Jetzt multipliziere ich meine Anfangsausstattungen, X quer A und Y quer A, mit diesen Preisen. Naja, und wo lande ich dann wieder? Das ist nichts anderes als in dem Sinne mein Ausgangseinkommen, was ich habe. Und jetzt vergesse ich in dem Sinne mal die zweite Person und sage mir einfach, dieses Ausgangseinkommen das ist jetzt wieder meine Budgetbeschränkung. Ja, und da kann ich wieder hergehen und sagen, gegeben dieses Preisverhältnisses, schiebe ich jetzt wieder meine Indifferenzkurve so weit wie möglich nach draußen. Das heißt, aus meiner individuellen Nutzenmaximierung kriege ich heraus, wieder Preisverhältnis ist gleich meine individuelle Grenzrate der Substitution. Es müssen aber beide gleichzeitig tauschen zu dem gegebenen Preisverhältnis Px. Das heißt, aus der Mikro kriege ich meine klassischen Nachfragefunktionen abhängig von den Preisen, XA von beiden Preisen abhängig, XB von beiden Preisen abhängig und YA und YB. Naja, und jetzt fangen die beiden an mit diesem Kalkül dahinter.
Grenzrate der Substitution von mir gleich Preisverhältnis und der B auch grenzt seine persönliche Grenzrate der Substitution gleich Preisverhältnis, fangen die beiden an zu tauschen. Ja, für beide gilt also individuell Grenzrate der Substitution gleich Preisverhältnis. Das ist also die individuelle Nutzenmaximierung von A aus der Mikro. Und wenn ich mir nur das angucke, ist das die individuelle Nutzen. Maximierung von B aus der Mikro. Naja, das läuft aber gleichzeitig ab. Gegeben ein festes Preisverhältnis gilt für beide unter rationaler Nutzenmaximierung, dass ihre Grenzrate der Substitution gleich diesem Preisverhältnis ist. Ja, und jetzt kommt eben was ganz Tolles dabei heraus. Und das ist vielleicht dann so etwas philosophisch gesehen, weswegen wir uns so in Richtung marktwirtschaftlicher Ordnung im Zusammenleben in der Menschheitsgeschichte entwickelt haben. Für beide gilt gleichzeitig Grenzrate der Substitution gleich Preisverhältnis. Naja, und damit gilt dann aber eben auch GRSA gleich GRSB. Und das wiederum heißt, jedes Marktgleichgewicht ist Pareto-effizient. Das heißt, wir kommen automatisch, indem wir unsere Gesellschaft über diese Tauschvorgänge organisieren und das eben nach Möglichkeit alles im Rahmen dieser vollkommenen Konkurrenz, was sie alles in den Grundveranstaltungen gemacht haben, organisieren, kommen wir automatisch in eine Pareto-effiziente Allokation. Weil das eben ein solches fundamentales Ergebnis ist, nennen wir das Ganze den ersten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie. Naja, und da sind wir dann in dem Sinne bei der Lösung unseres Grundproblems in unserer Gesellschaft. Wir haben beschränkte Ressourcen. Mehr ist für uns alle so im Grundsatz immer besser. Wie sollen wir denn unsere beschränkten Ressourcen in unserer Gesellschaft verteilen? Dann könnten wir eben zu allen 80 Millionen Leuten bei uns einzeln hingehen und sie so abfragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Und dann machen wir eine zentrale Planung. Das ist in dem Sinne die Idee des Kommunismus gewesen. Das ist in dem Sinne die Idee auch, was wir jetzt in einer chinesischen Volkswirtschaft haben, wo sie in dem Sinne über ihre Covid-App und andere Dinge ihre kompletten individuellen Verhaltensweisen freigeben müssen. Und dann entscheidet eben eine Person von oben, Herr Xi, darüber, was sie demnächst zu konsumieren haben und was sie zu tun und zu lassen haben. So kann man es machen. Ist aber die Frage, ob ich dann tatsächlich wirklich an alle relevanten Informationen rankomme und in eine Pareto-effiziente Allokation. Das in dem Sinne Schöne ist, wenn ich es schaffe, weitgehend meine Märkte so zu strukturieren, dass sie unter vollkommener Konkurrenz funktionieren, dann lande ich allein aus unserem eigenen individuellen Verhalten in einer Pareto-effizienten Allokation. Nochmal an der Stelle, das Ganze hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, denn ich kann natürlich über solch ein Preisverhältnis hier irgendwo in der Mitte landen, wo ich meinetwegen sage, das ist halbwegs gleich verteilt oder so etwas. Das verbinden wir ja häufig mit einem Gerechtigkeitsgedanken.
Es kann aber eben auch sein, dass ich in diesen beiden Ecken da oben lande oder sehr weit dort, dass also wenige in meiner Gesellschaft ganz viel haben und viele haben nur ganz wenig. Aber eben jedes Wettbewerbsgleichgewicht und diese Gerade repräsentiert mir jetzt eben die Steigung px durch py. Das ist Ihre alte Budgetgerade aus der Mikro. Machen wir vielleicht auch noch als Erinnerung dazu. Führt zu einem Pareto-effizienten Ergebnis. Naja, und die Anfangsausstattung, die definiert mir in dem Sinne dieses Preisverhältnis. Und damit kann ich jetzt etwas Schönes dazu machen, nämlich als Start kann ich hergehen und an dieser Anfangsausstattung drehen. Zum Beispiel durch einen Steuersubventionsmechanismus, dass ich als Staat eingreife und sage, naja, bevor ihr anfangt zu tauschen, startest du mit 10 Einheiten von x und du mit 8 und der andere startet mit 6 Einheiten von x und 12 von y. Das heißt, diese Anfangsausstattung, die kann durch Staatseingriff verändert werden. Naja, und wenn ich die meinetwegen da hochschiebe und dann lasse ich die Leute wieder, machen wir hier Anfangsausstattung. Das Anfangsausstattung 1. Und dann lasse ich die Leute wieder tauschen. Dann lande ich eventuell bei diesem Punkt hier oben. Das heißt, dann ergibt es neues Pareto effizientes Gleichgewicht. Das heißt, durch Veränderung dieser Anfangsausstattungen hier kann ich mir in dem Sinne einen Punkt auf der Kontraktkurve aussuchen. Ich glaube, wo die allermeisten Menschen einen Haken dahinter machen werden, ist, dass es sinnvoll ist, die Ressourcen so aufzuteilen, dass man in einer Pareto-effizienten Allokation ist. Denn ansonsten würden wir ja solche Win-Win-Situationen auslassen. Jetzt geht es aber darum, die Frage, naja, welchen Punkt wählen wir denn hier aus? Das hilft uns hier dabei nicht. Was wir aber wissen ist, wenn ich die Anfangsausstattungen ändere, lande ich in einem anderen Pareto-effizienten Punkt. Das heißt, ich kann mir in dem Sinne als Gesellschaft über die Veränderung der Anfangsausstattungen Gedanken darüber machen, wo will ich denn hier landen? Und dass ich diese Möglichkeit habe, das ist der sogenannte zweite Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie. Und dieser zweite Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie sagt jetzt genau das aus, was ich mit Ihnen gerade so grafisch entwickelt habe. Nämlich, jede Pareto-effiziente Allokation kann durch eine bestimmte Wahl der Anfangsausstattungen erreicht werden. Hier ist es jetzt noch mal ganz fundamental wichtig, dass diese Annahme, Mischungen sind immer besser als
Extreme mit dazugenommen wird. Wichtig ist aber auch an dieser Stelle, dass auch dieser zweite Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie immer noch nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Denn er sagt eben nur aus, ich kann mir als Gesellschaft einen Punkt auf dieser Kontraktkurve, also eine Pareto-effiziente Allokation, aussuchen. Er gibt mir aber keine Anweisung dazu, welchen ich nehmen soll. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Unter vollkommener Konkurrenz, wenn wir uns frei die Möglichkeit geben, alles zu tauschen, dann lande ich in einer Pareto-effizienten Allokation. Da winkt jetzt schon ein bisschen durch, was wir im weiteren Verlauf der Veranstaltung machen. Naja, schaffe ich das in dem Sinne immer, die Situation, die Rahmenbedingungen für vollkommene Konkurrenz darzustellen? Das werden wir uns, ja, heute haben wir noch ein bisschen Zeit, da werden wir kurz mit anfangen. Das geht grundsätzlich nicht immer. Aber wenn es geht, dann gibt es eben über den ersten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie ein gutes Argument, das auch erreichen zu wollen. Also der Staat sollte dann in dem Sinne nur eingreifen, wenn wir diese vollkommene Konkurrenz nicht herstellen können. Aber wichtig ist, auch wenn wir alle Leute frei tauschen lassen, kann das immer noch zu, in Anführungszeichen, extrem ungleichen Verteilungen führen. Jetzt können wir als Staat anfangen einzugreifen, indem wir nämlich die Anfangsausstattungen verändern. Dann können wir aus dieser in Anführungszeichen ungleichen, ungerechten Verteilung uns eine andere Pareto-effiziente Allokation als Gesellschaft aussuchen. Das funktioniert, das sagt der zweite Hauptsatz auch. Also nochmal, jede beliebige Pareto-effiziente Allokation können wir zum Beispiel durch einen Steuersubventionsmechanismus erreichen, aber wir haben keine Regel, die uns sagt, welche sollen wir denn nehmen. Das ist dann tatsächlich unserem politökonomischen Prozess überlassen. Und da können wir dann sagen, naja, das sind dann in dem Sinne unsere Wahlentscheidungen. Wir haben auch eine Wahlentscheidung vor 10 Tagen oder 9 Tagen getroffen bei der letzten Landtagswahl. Naja, und wenn Sie da in die Parteiprogramme reingucken, dann sehen Sie eben, die einen wollen denen ein bisschen was wegnehmen, die anderen wollen denen ein bisschen mehr geben oder so etwas. Dieser Wahlprozess, der ist in dem Sinne nachher das Aussuchen der Pareto-effizienten Allokation. Denn grundsätzlich, das hatten wir bei den Dingen gemacht, was ist denn eigentlich Staat? Sind wir so aufgestellt, dass wir sagen, grundsätzlich versuchen wir weitgehend diese vollkommene Konkurrenz herzustellen. So, was wir jetzt noch machen wollen, ist uns damit auseinanderzusetzen. Naja, können wir prinzipiell sagen, naja, dann versuchen wir halt überall vollkommene Konkurrenz herzustellen oder gibt es ganz grundsätzliche Einschränkungen. Und die Antwort darauf nehme ich schon vorweg. Ja, es gibt tatsächlich Situationen, wo wir diese vollkommene Konkurrenz gar nicht herstellen können, beziehungsweise das Ganze mit diesem Marktgleichgewicht leider nicht funktioniert, weil Annahmen, die wir an diesen ersten und zweiten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie gestellt haben, nicht mehr gelten, und zwar im ganz Grundsätzlichen. Und das hat was mit den Eigenschaften unserer Güter, die wir austauschen, zu tun. Denn was wir jetzt hier in diesem ersten Teil heute quasi im Hinterkopf unterstellt haben, ist, dass wir es immer nur mit sogenannten privaten Gütern zu tun haben. Tatsächlich ist es so, dass
man sicherlich sagen kann, die allermeisten Güter, die wir tauschen, sind sogenannte private Güter. Und was sind private Güter? Private Güter sind Güter, bei denen ich einmal sagen kann, wenn ich das Gut habe, wenn ich das Gut mir gehört, dann kann ich jemand anderen verbieten, dieses Gut zu nutzen. Das nennt man Ausschließbarkeit. Und die zweite Eigenschaft, die die allermeisten Güter haben, das ist die sogenannte Rivalität. Und die bedeutet, dass wenn ich dieses Gut nutze, dass dieses Gut dann nicht gleichzeitig von jemand anders genutzt werden kann. Wichtig ist, umgangssprachlich vermischt man diese beiden Dinge häufig, dass sie das trennen. Das erste bedeutet, ich habe das Gut, ich muss es aber nicht nutzen und trotzdem kann ich jemand anders sagen, du darfst es nicht nutzen. Die Rivalität sagt, ich nutze das Gut und wenn ich dieses Gut nutze, dann kann es niemand anders nutzen. Ja, und wenn ich diese beiden Dinge jetzt zusammennehme, dann kann ich mich dann eben fragen, okay, sind beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt? Ist nur eine Bedingung erfüllt oder sind beide Bedingungen gleichzeitig nicht erfüllt? Ich kriege also vier Möglichkeiten. Und wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann nenne ich das Ganze sogenannte private Güter. Und wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind, dann nenne ich das Ganze öffentliche Güter. Wichtig an der Stelle ist, ich nenne dann ein Gut öffentliches Gut, wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind. Daraus folgt, wir werden gleich noch ein paar plastische Beispiele heute dazu machen, dass der Marktprozess, so wie ich ihn vorhin beschrieben habe, nicht mehr funktioniert, wenn wir diese Güter trotzdem haben möchten, ist es dann letztlich sinnvoll, dass sie vom Staat bereitgestellt werden, denn der individuelle Marktprozess ist dazu nicht in der Lage, ist aber keine zwingende Bedingung, dass der Staat die bereitstellt. Also es ist nicht so, dass die öffentlichen Güter darüber definiert sind, dass sie die öffentliche Hand bereitstellt, sondern sie sind darüber definiert, dass diese beiden Bedingungen, Rivalität und Ausschließbarkeit, nicht erfüllt sind. Machen wir mal ein paar Beispiele mit dazu. Hier kann ich in dem Sinne klassisch sagen, noch sind die Eisdielen offen. Eine Kugel Eis. Das ist ein privates Gut. Warum ist das ein privates Gut? Wenn Sie das gekauft haben, die Kugel Eis, dann bedeutet das, dass Sie damit durch die Gegend laufen können und sagen können, okay, das lasse ich, noch ist es warm genug, die Kugel Eis wegschmelzen und ich verbiete jemand anders, diese Kugel Eis trotzdem zu essen. Das ist ausschließbar. Und das Zweite ist, wenn ich die Kugel Eis selber esse, dann kann die niemand anderes gleichzeitig essen. Damit ist die Kugel Eis ausschließbar und Rival im Konsum gleichzeitig. Vorhin hatte ich gesagt, wir kaufen eine Jeans. Auch bei der, wenn die bei Ihnen im Schrank liegt, können Sie Ihrer Schwester oder Ihrem Bruder sagen, auch wenn du die anziehen möchtest, nee, ist meine. Und wenn Sie die anhaben, kann offensichtlich Ihre Schwester die nicht anziehen. Und so können Sie sich überlegen, naja, die allermeisten Güter, die wir uns so vorstellen können, haben tatsächlich beide Eigenschaften gleichzeitig. Na, dann überlegen wir uns, was wären denn Güter, die ausschließbar sind, die aber nicht, machen wir da mal,
andere Farbe. Die aber nicht rival im Konsum sind. Naja, da könnten wir uns sowas vorstellen wie unseren Internetanschluss. Der ist ausschließbar. Warum ist der ausschließbar? Naja, ich muss erstmal dafür meine monatliche Gebühr dafür bezahlen. Aber zumindest noch ist das Ganze so, dass wir, wenn ich das Internetnetz nutze und mein Nachbar hängt am gleichen Kabel, dass sie da schon richtig viele Fernsehsendungen oder Filme oder sonst irgendwas gleichzeitig streamen müssten, dass ihr Nachbar dann gleichzeitig auch in der Internetnutzung eingeschränkt wäre. Das heißt, ausschließbar ja, aber wir können diesen Internetanschluss gleichzeitig nutzen. Dann können wir uns fragen, und wir nennen diese Güter, nennen wir Clubgüter aus dem Grund, dass wir in dem Sinne uns sagen können, solch eine Grundgebühr, die wir für den Internetanschluss zahlen, das ist so etwas wie unsere Clubgebühr, die wir dazu zahlen. Oder was können wir noch machen? Ein Schwimmbad, zumindest wenn es irgendwie nicht zu heiß ist im Sommer. Das Freibad könnten wir uns auch vorstellen. Da muss ich einen Eintritt dafür bezahlen. Wenn ich da schwimme, schränke ich damit aber nicht groß den anderen ein. Aber an der Stelle sehen Sie schon bei diesem Schwimmbadbeispiel, naja, das geht dann irgendwann ineinander über. Wenn ganz viele Leute sind, dann schränke ich dann tatsächlich den anderen irgendwann doch im Konsum ein. Aber sagen wir irgendwie abends um 7 oder sowas, wenn nicht mehr allzu viele da drin sind, dann bin ich ausschließbar, weil ich erstmal meine 5 Euro Eintritt bezahlen muss. Aber ansonsten können die 12 Leute, die da drin sind, ohne dass sie sich groß einschränken, dort bewegen. Deswegen der Hintergrund, nennen wir das Ganze Clubgut. Naja, Allmendegut nennen wir Güter links unten. Bei uns geht gerade erst das Ding wieder an, jetzt sind wir wieder da. Nennen wir das Ganze gut deswegen. Hier könnten wir uns so ein Beispiel nehmen, wie zum Beispiel Hochsee. Fischgründe ist insbesondere für uns hier in Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Beispiel. Naja, diese Hochseefischgründe haben internationalen Seerecht. Und das Meer ist in dem Sinne frei. Jeder kann dieses Gut nutzen. Es gibt keine Einschränkungen. Bald werden wir wahrscheinlich irgendwann dieses Beispiel mit in den Weltraum nehmen. Dass wir da dann sagen, okay, der Weltraum ist in dem Sinne noch frei, um da meine Satelliten zu positionieren, kann ich das machen, wie ich will. Aber was passiert, wenn alle gleichzeitig dann dort hingehen und die Scholle da wegfangen, dann schränken sie sich gegenseitig ein. Dann gibt es nämlich nächstes Jahr keinen Fisch mehr. Das heißt, diese Hochseefischgründe, die sind rival im Konsum. Sie sind frei zugänglich, jawohl. Ja. Bitte? Eine Mietwohnung in dem Zusammenhang, dass Sie jetzt sagen, Sie könnten dann noch zu viert dort drin wohnen oder...
Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, das ist Ihre Mietwohnung, dann können Sie ausschließen. Ne? Sie haben das Eigentum dazu. Ja, aber er tauscht sie dann ja gegen die Gebühr, also gegen die Miete, die er dort nachher dann bekommt. Also bei einer Mietwohnung würde man sehr stark sagen, dass es schon in der größten Hauptsächlichkeit ein privates Gut nachher ist. Wenn die groß genug ist, können die in dem Sinne vier Leute gleichzeitig nachher nutzen. Aber naja, das ist dann eine wirklich sehr kleine Zahl, die Sie dort an der Stelle haben, die die gleichzeitig nutzen können. Also ein anderes Beispiel hierfür für so ein Gut ist, kommen wir gleich, ja, müssen wir noch, eine Minute haben wir noch. Wenn wir jetzt hier unseren Hörsaal nehmen, das vielleicht als Anschluss an diese Frage, was für ein Gut wäre unser Hörsaal? Machen wir da noch eine letzte Frage. Orange. Hörsaal. Einer öffentlichen Hochschule. Ja, jetzt habe ich schon bei öffentlichen Gütern hingeschrieben. Naja, das wäre eben ein öffentliches Gut. Warum das? Es ist eine öffentliche Hochschule. Und bei einer öffentlichen Hochschule kann in dem Sinne jeder hier eintreten und sich in den Hörsaal hineinsetzen. Also nicht ausschließbar. Und solange wir hier nicht zu 100 drin sitzen, können wir diesen Hörsaal alle auch gleichzeitig nutzen. Also wäre das ein Beispiel dafür, dass wir beide Eigenschaften gleichzeitig nicht erfüllt haben. Naja, und als Abschluss für heute wollen wir diesen Hörsaal haben. Wohl schon als Gesellschaft, denn insbesondere in unserem ressourcenarmen Land in Deutschland ist Bildung unsere, ja, in dem Sinne Wettbewerbsressource, um uns international konkurrenzfähig aufzustellen. Können wir das aber über den privaten Markt in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen, müssen wir ein Fragezeichen dahinter machen. Denn jeder kann dieses Gut nutzen. Wenn ich da vorne jetzt ein Körbchen hinstelle und sage, schmeißen Sie doch mal 5 oder 10 Euro für heute Morgen hier rein, dann sagen Sie sich selber wieder rationale Nutzenmaximierung dahinter. Naja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Wenn ich es nicht mache, kann ich das Gut ja trotzdem nutzen. Also werde ich das im Zweifel wahrscheinlich nicht tun. Also dieser Anreizprozess über den Markt, ich habe eine gewisse Zahlungsbereitschaft und um dieses Gut zu nutzen, muss ich es kaufen, dann werde ich es tun, wenn eben meine Zahlungsbereitschaft aus meiner Nutzenoptimierung mir sagt, ich bin eben bereit, bis zu 70 Euro für eine Jeans zu bezahlen, dann werde ich das auch tun. Bei einem Gut, wo beide Eigenschaften nicht erfüllt sind, wo ich mir sagen kann, naja, ich kann es ja trotzdem nutzen, niemand kann mich davon ausschließen, wenn ich nicht bezahle, werde ich tendenziell dafür nicht bezahlen, also ist es schwierig, das über den Marktprozess zur Verfügung zu stellen. Und welche Bedingungen wir dann für die Optimalität, für die Pareto-Effizienz bei öffentlichen Gütern haben, damit werden wir uns das nächste Mal dann beschäftigen. Und als Hausaufgabe für Sie ordnen Sie mal zu, eine öffentliche Straße mit Stau, eine öffentliche Straße ohne Stau, eine
private Straße. Da könnten Sie sich jetzt zum Beispiel die Autobahnen in Frankreich nehmen. Da müssen Sie erstmal in die Mautstelle rein. Private Straße. Ohne Stau und eine private Straße mit Stau hier oben zuordnen und damit steigen wir dann nächstes Mal ein. Ist, glaube ich, nicht so schwierig. Oh, da war noch etwas. Pareto-effizient sind. Ach so, okay, gut. Da bitte mich darauf hinweisen und an die Leute im Internet, falls ich auf Ihren Chat, weil ich keine Augen im Hinterkopf habe, nicht reagiere, ja, machen Sie kurz Ihr Mikro auf und sagen, dass Sie etwas geantwortet haben oder eine Frage gestellt haben. Okay, dann 7. November nochmal. Vortrag, kommen noch nähere Informationen. Ach so, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich sage noch Bescheid. Mache ich aber, mache ich heute. Ja, danke.